Mattfassels Ursteinwelten. Ja Leute, ich bin jetzt gerade am Rückweg nach Hause. 404 Meter, da habe ich letztens schon Sandfund gemacht, jetzt eine komplett andere Stelle. Und ja, hier geht's los. Der ganze Weg, ich bin hier gerade schon abgelaufen, zeige euch. Das alles hier und drunter, hier drunter, ja, alles, der ganze Wald, wo ich lang gehe. Sandstrand, Sandstrand, ja. Hier schaut's. Ja. Sandstrand. Also der Strand befand sich wirklich auf 400 Metern. Weil es ist alles voll. Hier ist wirklich, als wenn ihr, das riecht auch so, als wenn ihr über einen Sandstrand laufe. Schaut es an. Hier überall, egal wo ich bin. Sandstrand, Sandstrand. Hier an der Seite. Es ist egal, weißt? Der ganze Wald, alles. Das ist alles Sandstrand. Das ist halt nur am Weg hier besonders gut zum Sehen. Ja, es ist eindeutig, dass hier mehr war. Weil auf 400 Metern oder 404 hat es angefangen, da oben beim Weg. Und jetzt gehe ich schon runter, runter, runter. Ja, das hört einfach nicht auf, es ist riesig. Ja. Schaut euch das an, das ist alles, was hier hell ist. Das ist noch reiner Sand. Reiner Sand. Und nicht irgendein Sand. Ja, ja, schaut's. Nicht irgendein Sand. Es ist wirklich, so wie ich sage, ganz feiner Sandstrand. Das ist eindeutiger Beweis. Beweis immer wieder. Beweis es immer wieder, dass hier wirklich ein Meer war. Ne? Wir haben bis hier zu dieser Stelle, das ist eine tolle Stelle, hast eine gute Aussicht auch noch. Hast du überall, hier, überall an der Seite, überall hast du den kompletten, ja, Sandstrand. Das ist ein Witz. Es ist einfach nur ein Witz und eine tolle Aussicht dazu. Und da gehst du runter, den Weg, und es bleibt so. Ja, es verändert sich nichts. Alles voll, der ganze Wald voll, ist der einzige Strand. Okay? Also. So, hier auch noch was Feines. Hier geht's schon los. Was in meinen Augen wahrscheinlich auch mal eine Kultstätte oder ein altes Gebäude war. Habe davon ein Foto gepostet. Hier sieht man schon, wie es hier rundherum geht auf einem Hügel. Jetzt befinden wir uns auf einem Hügel, ja. Und dann diese drei Platten übereinander. Die Höhle, die da unten reingeht. Ja, da kann wahrscheinlich, ich habe gerade reingeschaut, wahrscheinlich nur ein Marder reinschlüpfen. Das ist vielleicht 30, 40 cm hoch. Hinter, also vorne nicht, aber hinten. Ja, und das sind die Platten und du siehst, dass es einfach weitergeht. Ja. Geht's rum. Es scheint, hier sieht man es auch nochmal unter diesen Platten, die sind miteinander verschmolzen. Also hier hat wirklich Hitze gewirkt. Das sieht man, hier ist es auseinander. Eins, zwei. Da vorne hat man noch die drei Platten gesehen, ne, da vorne. Und hier sind die komplett verschmolzen. Auch hier ist wieder, auch hier ist wieder so eine Art Höhle drunter. Also es ist wirklich unten drunter wahrscheinlich ausgehöhlt. Da geht es auch weiter. Im Kreis, hier ist wirklich ein Hügel, hier geht es runter. Ja. Hier sieht man es auch nochmal, die drei Platten. Eins, zwei, drei. Ja, da sieht man es. Und hier
geht es auch nochmal runter. Also es ist wahrscheinlich wirklich unten drunter ausgehöhlt. Ich denke mal, das war mal ein Gebäude, ne? Was dann irgendwie zugeschlammt ist. Ja. Interessant, oder? Ja, und hier nochmal oben drauf, ja. Hier sieht man es nochmal ganz klar, was da wirklich Hitze eingewirkt hat. Dass das alles verschmolzen ist, ja. Dass es aufgeblubbert ist. So heiß war das, ne? Das ist wirklich so müssen Sie sich vorstellen, aufgeblubbert in der Hitze, aufgeschmolzen von oben, ne? Ich stehe jetzt auf dieser Platte praktisch drauf, ne? Ja, so ist das. Alles ist noch da, man muss nur suchen und finden. Aber es ist alles offen. Also groß suchen braucht man nicht. Ja. In den Bergen, Mittelgebirgen wirst du auf jeden Fall fündig und wirst solche Sachen immer finden. Ja, ich habe das aber ja auch nicht gesucht. Ich habe das auch damals einfach so gefunden. Ja, ich habe es nicht gesucht. Es ist einfach da. Okay?